Hey Tennos, und hier habe ich euch jetzt das Darksplitzwort mitgebracht. Das Darksplitzwort ist eine Kombination aus Dark Dagger und Dark Sword, zählt als schwere Waffe, und mit diesem Schwert wurde eine komplett neue Mechanik eingefügt, die eigentlich ganz interessant ist. Diese Waffe verwendet schwere Haltung, aber auch Doppelschwerthaltung. Bedeutet, wenn wir eine Doppelschwerthaltung reinmachen, wird aus unserer schweren Waffe ein Doppelschwert. Hat jetzt auch leicht schlechtere Stats, aber damit lässt sich einiges anfangen. Kommen wir auf die Stats zu sprechen. Wenn keine Haltung drin ist oder eine schwere Haltung, wird diese Waffe zu einer schweren Waffe, hat 10% Crit-Chance, 20% Statuschance und 80 Strahlungsschaden. Klingt schon mal ganz nett. Wenn wir Doppelschwerthaltung drin haben, haben wir noch 5% Crit-Chance, 15% Statuschance und noch 65 Strahlungsschaden. Auch noch ganz nett. So. Was soll ich euch zu dieser Waffe sagen? Ich habe wirklich vieles ausprobiert für diese Waffe, damit sie irgendwie brauchbar wird. Die Wiki und auch im Forum viele, viele Leute, die sich beschweren, dass diese Waffe schlechte Stats hat. Ich sag's mal so. Die Stats sind jetzt nicht wirklich schlecht, sie sind einfach nur nicht berauschend gut. Das, was den meisten Leuten ins Auge springt, sind die 80 Grundschaden. Weil wenn wir es mal vergleichen mit der Galatine, die hat direkt schon mal 120 Grundschaden, oder mit der Ward, die glaube ich 130 Grundschaden hat, ist das doch schon ein enormer Unterschied. Und ja, der Unterschied ist wirklich groß, aber man darf nicht vergessen, der Grundschaden von unserem Dark Split Sword ist Strahlungsschaden. Nur Strahlungsschaden, nichts anderes, und zudem haben wir noch eine gute Statuschance. Das bedeutet einfach, wir können diese Waffe spezifischer modden und haben nur die Procs, die wir haben wollen. Kann Vorteil, kann aber auch Nachteil sein. Als schönes Beispiel hätte ich jetzt mal hier die War. Dark Split Sword im Vergleich zu War. Beides als ein Anti-Cranier-Build. Da wird man sich doch schon mal direkt denken, dass die War scheiße wäre. Ich muss einfach so sagen, sorry. Weil die War hat Einschlagschaden und keinen Durchschlagschaden. Aber man darf eine Sache nicht außer Acht lassen. Jetzt mal ein Beispiel wirklich zur War, im Vergleich zur War. Die War kann den Mod Shattering Impact benutzen. Das müsste sein zerschmetternder Einschlag. War, glaube ich, ein D-Mod. Und der Mod bewirkt einfach, dass die Grundrüstung des Gegners, über die die aktuelle Rüstung berechnet wird, um 6 reduziert wird. Bedeutet, ich habe es ausgetestet. Die War benötigt zwischen 35 und 40 Treffern, um einen Level 135er Heavy Gunner zu töten. Betonung ist bei einem. Wenn ich mehrere habe, wird es immer weniger. Wenn ich das Dark Split Sword auch gegen Anti-Crineer modde, benötige ich glaube, ungefähr 62 Treffer. Ist schon ein ordentlicher Unterschied und ich denke, umso weiter man spielt, umso stärker macht es sich bemerkbar, da die Grundrüstung des Gegners immer identisch bleibt, aber der Multiplikator einfach erhöht wird, mit dem die Rüstung erhöht wird. Bedeutet, meiner Meinung nach ist das Dark Split Sword eine grundsolide Midgame-Waffe bis 60-70, und eine akzeptable Waffe, wenn man nur so bis Gegnerlevel 100-200 spielen möchte. Ich habe es ausgetestet, ich habe viele, viele, viele verschiedene Builds getestet. Und naja, ich bin jetzt zum Schluss eigentlich bei zwei Builds hängen geblieben. Das eine typischer Anti-Crineer-Build, das andere typischer Status-Proc-Build, also Proc-Schleuder. Aber, jetzt gibt's noch ein Aber. Wieso sollte man jetzt das Dark Split-Sword als Status-Schleuder benutzen? Als Beispiel, wir haben die, nicht die Lesion, Lacera, glaube ich. Genau, wir haben die Lacera, die eine weitaus bessere Statuschance hat und ich glaube auch noch eine höhere Reichweite hat. Oder auch als Beispiel die Ninkondi, die haben auch eine bessere Statuschance. Bedeutet, selbst wenn wir diese Waffe als Statusschleuder spielen wollen würden, müssten wir im Hinterkopf haben, dass andere Waffen denselben Job weitaus besser machen. Okay, kommen wir zum Anti-Crineer-Build zu sprechen. Selbst da habe ich verschiedene getestet. Ich bin jetzt bei einem Korrosionsstrahlungsbild hängen geblieben, bei dem ich versuche, einfach die gegnerische Rüstung so weit wie möglich runterzubekommen und dann den Gegner zu töten, bevor die Rüstung komplett weg ist. Funktioniert
und bei Level 135 funktioniert es genauso wie geplant. Ich denke, wenn man höher spielt, ist die Rüstung auf einmal ganz weg und unser Schaden wird richtig einbrechen, weil wir nichts haben, um das gegnerische Leben zu schädigen. Von daher muss man dann ein bisschen auf Feuerschaden ausweichen, darauf komme ich gleich zu sprechen. Ich habe hier auch noch andere Builds getestet. Eine andere Form von einem Strahlungskorrosionsbild war zum Beispiel, dass ich versucht habe, möglichst viele Gegner zu treffen, dadurch an allen Gegnern Strahlungsschaden zu machen, die gegnerische Rüstung zu reduzieren und die Gegner sich dann gegenseitig töten zu lassen. In der Theorie klingt das gut, in der Praxis funktioniert's nicht. Aus dem ganz einfachen Grund, wir müssen jeden einzelnen Gegner viel zu oft treffen, bevor der Schaden gegen ihn merklich wird. Gut, machen wir weiter. Als Haltung habe ich drin Spaltender Wirbelwind und man kann überlegen, Tempo Royal reinzumachen. Tempo Royal ist mehr auf Finisher ausgelegt und schnellere Hits und es funktioniert. Spaltender Wirbelwind ist darauf ausgelegt, viele Gegner zu treffen, die Gegner mehrfach zu treffen. Mit jedem Schlag trifft man jeden Gegner dreimal und wir haben bei jedem Schlag noch einen 400% Schadensmultiplikator, wenn ich mich nicht irre. Bedeutet, Spaltender Wirbelwind, damit machen wir schnell viele Procs und unser Melee-Counter wird in die Höhe schnellen. Mit Spaltender Wirbelwind geht's langsamer. Zudem kommt noch eine Sache hinzu. Tempo Royal ist auf Finisher ausgelegt. Aber warum sollte man eine Waffe wie das Dark Splitsword mit einem niedrigen Grundschaden nehmen, um Finisher zu machen? Da skaliert die War oder die Galatine wirklich viel, viel besser. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie viel höher der Schaden von der Galatine oder der War bei Finisher ist. Also, ich persönlich würde diese Spielweise gegen Grunier bis Level 200 empfehlen. Als Mods habe ich drin Druckpunkt, Voltaischer Schlag, ansteckende Plage für Grundschaden und Korrosionsschaden, Ausweider, Blutrausch für Crit-Chance und Crit-Schaden, Berserker, damit wir eine verdammt gute Angriffsgeschwindigkeit bekommen und Opferzahl, damit unser Counter nicht abbricht. Als letzten Mod hätte ich noch drin nässende Wunde und meiner Meinung nach ein Must-Have. Der reduziert die Hits, die wir brauchen, wirklich drastisch. So, ich habe eben bereits erwähnt, wenn die Gegner überhaupt keine Rüstung mehr haben, sollten wir Feuerschaden reinmachen. Da müssen wir dann einfach Ausweider rausmachen. Und ich würde mal behaupten, da machen wir dann einen großen oder kleinen Feuermod rein. Der zweite Build, den ich für euch hätte, wäre dieser typische Status-Schleuder-Build. Ansteckende Plage, bösartiger Frost für Viralschaden. Strahlungsschaden haben wir ja bereits drin. Und Voltaischer Schlag einfach für puren Elektroschaden. Hat den ganz einfachen Grund, wenn ein Gegner davon getroffen wird, kommt eine kleine Elektroexplosion und alle Gegner sind gestunt. Wenn wir jetzt gegen Gegner spielen, die keine Rüstung haben, machen wir einfach einen großen Eis- oder Giftmod rein, damit wir maximalen Viralschaden haben. Und wie ihr bereits wisst, Viralschaden skaliert extremst gut gegen Fleisch. Dann habe ich drin Opferzahl, Druckpunkt, nässende Wunde, Berserker, Blutrausch. Dazu gibt es nicht viel zu sagen. Als Haltung habe ich hier gerade drin Wirbelnder Tiger, aber das ist wirklich absolute Geschmackssache. Kann man genauso gut auch Spaltender Wirbelwind reinmachen. Also wirklich, wie ihr es haben wollt. Voltaischer Schlag würde ich euch wahrscheinlich empfehlen, wenn ihr gegen Gegner mit Rüstung spielt und großen Gift- oder Eismod, wenn ihr gegen Gegner ohne Rüstung spielt. So, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen und ich würde behaupten, kommen wir zum Gameplay. Ich möchte jetzt auch nicht wirklich viel zeigen, weil es gibt einfach nicht viel zu zeigen und los geht der Spaß. Nebenbei, ich habe auch einen puren Strahlungsbild probiert gegen die korrumpierten Bombardiere. Sowas funktioniert auch nicht gut. Also pure Schadensbild sind im Normalfall nicht zu empfehlen. Wie ihr direkt seht, wir haben schon ordentlich Procs auf dem Gegner drauf und es werden immer mehr. Lasst euch jetzt auch nicht davon irritieren, dass sich noch so wenig am Lebensbalken vom Gegner tut. Das kommt erst auf einen Schlag gleich, nämlich jetzt müssen wir soweit sein, ungefähr. Ja. 45 Treffer. Da habe ich anscheinend beim letzten Mal Pech gehabt, aber naja. Ich denke, umso weiter wir spielen, umso besser wird die War im Vergleich zum Dark Splitsword werden.
Aus dem ganz einfachen Grund, die Rüstung nimmt immer weiter zu und die Abnahme der Grundrüstung ist einfach besser als die ganzen Korrosionsprocs. Wobei wir einfach mal bedenken müssen, die War hat genau die identische Statuschance. Was bedeutet, naja, wir haben genauso viele Procs. Wie gesagt, hier gibt es nicht wirklich viel zu zeigen. Ich kann es euch vielleicht gleich mal noch gegen Gegner mit einem niedrigeren Level zeigen. Da kann die Waffe dann mal wirklich ein bisschen was ausrichten. Aber ansonsten solide Waffe, nicht die beste Waffe. Aber man will sich nicht beschweren. Die Gelatine outperformt beide Waffen, also War und auch Dark Split Sword. Ich muss auch gestehen, ich bin gerade etwas abgelenkt. Das bedeutet absolut falsche Combo. Ich muss hier die ganze Zeit den Wirbelangriff machen, um wirklich effektiv zu sein und tot. Gut, weiter geht das Ganze jetzt mit Gegner mit einem niedrigeren Level. Ihr habt jetzt auf jeden Fall gesehen, worauf es ankommt und holen wir mal ein paar Trash-Mobs dazu. Sagen wir 5 von denen hier. Holen wir 5 von denen. Von denen holen wir auch noch 5. Und korrumpierte. Ne, wir holen noch ein paar Korpus. Gut, anstelle von Gegner Level 135 machen wir Gegner Level 70. Und da scheint irgendwo ein Hund nicht begeistert von irgendetwas zu sein. Falls ihr das gerade im Hintergrund auch hört. So, los geht der Spaß. Ja, da sieht man mal. Hier. Kurzer Prozess machen wir da. Das ist sogar um einiges besser, als ich erwartet habe, muss ich gestehen. Ich dachte nicht, dass diese Waffe sich so gut durch die Gegner hier durchschnetzelt. Weil selbst hier der Heavy Gunner Level 70, kein Problem. Probiere ich mal ein bisschen andere Kombos aus. Einfach mal ein bisschen aus Spaß. Aber das Effizienteste ist natürlich immer noch Wirbelangriff. Schlag, Schlag, Pause. Ach. Pause und dann drehen. Also, ihr seht, worauf ich hinaus wollte. Die Waffe ist wirklich grundsolide im mittleren Levelbereich. Im hohen Bereich lässt sie immer weiter nach, umso weiter man spielt. Da gibt es bessere Waffen. Aber alles in allem. Ja, ich kann euch die Waffe empfehlen. Aus Spaß mache ich gerade einfach noch eine Gegnerhorde. Jetzt mal mit richtigen Kombos. Hoffe ich mal. Man merkt, ich habe echt schon lange kein Melee mehr gemacht. Oder die Waffe ist einfach zu schnell. Ja, ich glaube eher letzteres.
Weil wie ihr gerade seht, die Waffe ist wirklich extrem schnell. Jetzt funktioniert's. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir ein Abo und ein Like da lassen und ansonsten bis zum nächsten Mal.